bekommen oder hoffe, wo dieses Instrument vorgestellt wird. Es ist das alte, nach der alten Harfe, die vor 4000 Jahren, 5000 Jahren gespielt wurde. Es ist natürlich vergrößert. Kugo, Kongu, Kongu, nennt sich das. Es ist nur in Englisch. Und bitte lesen Sie das durch, ja. So, die erste Stück, sie wird gespielt, ein Liebeslied. Es war eine Kaiserin, die hieß Shang Fei. Ihr ist der Mann gestorben, worüber sie dann sehr traurig war. Sie war immer an dieser Tongtingsee, meint, solange bis sie in Träumen zu Blut werden. Jede Blutsträhne gab sie an einem dieser Bambusstab, solange bis alle damit vor waren. Die Kaiserin war so traurig, dass ihr Mann gestorben ist. Das Lied ist so berühmt geworden, dass ich dieser Frau Cui Jun-shi zu einem sehr schönen Liebeslied macht und es selber komponiert. It's a love song and the, one of the famous empresses of China. She wrote, she was so sad because her husband died and all her tears were blood, and all this she gave to a bamboo stick, you see, and this gave this queen the inspiration for her own composition. Thank you.
war sehr glücklich, dass so viel Erfolg hat. The next song expresses a fisherman who, after catching a lot of fish, coming home, was very happy coming home and has caught a lot of fish, and it's describing the sunset. Thank you.
The name of this harp died out in the 19th century and is now, I'm happy to say, enjoying a revival, particularly in the USA. This one was made for me this year by Jay Witcher in the USA, and he used his model for two antique Irish harps, and this is his 1000th harp. Now, we know little about how our harpers were trained. We know that they learned by ear and that they had a long and hard training. But we do know that they had to learn to play three kinds of music of the Irish harp. The music of voluntary, sad music, gallantry, happy music, sultry, secret music. So I'm going to play you an old lament to begin with. It's called Gol na Manzanar, which means the crying of the women from the slaughter. And it is the weeping of the women as they go through the battlefield, looking for the bodies of their loved ones, finding them, and carrying them sadly from the field. Thank you.
Harpinisten. Und wir Tiroler freuen uns, dass so eine große Harpinistin unsere Tiroler Spielweise schätzt. Tirol hat ja eine alte Harfentradition. Harfenspiel war allerdings bei uns nie konzertantes Spielen, sondern so wie Sie es jetzt gehört haben, Tanzmusik. Tanzmusik in der Stube, im Wirtshaus, in Häusern, die aus Holz gebaut waren und deshalb besonders gut geklungen haben. Und mit Harfen und Harfenspielern, aber auch mit Sängern und Musikanten sind wir aus Tirol nach Wien gekommen, um Ihnen zu zeigen, wie Tiroler spielen und wie in Tirol die Harfe eingesetzt wird, als Soloinstrument im Duett, in der Tanzmusik, aber auch in der Liedbegleitung. Als erstes hören Sie ein Solostück von Wolfgang Schafferer, der so spielt, wie man halt früher gespielt hat in Wirtshäusern, wo meist eine Harfe schon gestanden ist, wo sich der Harfenspieler hingesetzt hat und einfach drauf losgespielt hat. Diese Spielart, wie Schafferer spielt, ist überliefert und immer wieder weitergegeben worden. Der Anschlag und die Fingertechnik ist ganz anders als beim konzertanten Spielen. Ich mag vielleicht noch sagen, dass viele Harfenspieler, ältere Spieler, gar keine Noten können, aber sie können spielen. Sie spielen natürlich anders, sie spielen ein bisschen gröber. Sie spielen so, wie es einfach ein Tanz, ein bayerischer Alander braucht. Da kann man nicht so fein spielen, denn der Tanz, da muss ja auch was drinnen sein, da muss ja was bewegen. Und wenn wir da Harfenspieler anschauen, die Älteren mit ihren Fingern, Sie werden es dann beim Herrn Null sehen, das sind ja nicht so feine Händchen, die so über die Saiten drüber huschen, sondern das sind kräftige, grobe Arbeit, gewohnte Hände und trotzdem staunt man, wie fein und wie leicht auch diese Hände noch mit der Harfe umgehen können.